Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Und ich sehe gerade nur, ganz unten steht, bin schon am Verzweifeln. Der Robert ist es, er kommt aus Österreich. Und er schreibt, hallo lieber Martin, ich habe eine Inhalterung mit 12.000 Liter und 10 Koi. Meine Filteranlage ist ein Ultrabeat 100, die Wasserwerte sind perfekt. Leider habe ich seit Anfang Oktober eine Fliegenplage, winzig kleine Fliegen, die sich im Wasser rasant vermehren und ich mir nicht mehr zu helfen weiß. Ein kompletter Wasserwechsel mit einer Woche Austrocknung hat leider nichts genutzt. Entfeuchtungs- und Klimageräte nutzen leider auch nichts. Vielleicht hast du eine Idee dazu, wie ich diese Plage wieder loswerde. Bin schon am Verzweifeln, bin schon gespannt, was du dazu rätst. Vielen Dank und schöne Grüße aus Österreich, Robert. Ja, lieber Robert, ich weiß nicht, ob das von Ihnen irgendjemand vor 2 Jahren auch hatte. Da war mal so diese Fliegenlarve bei mir zu Hause über den Teichen, waren solche Röhren, 3 Meter hoch, eine Fliege an der anderen. Egal wo im Garten, wenn ich an den Sträuchern, an den Hecken entlang gelaufen bin und mit den Händen so entlang gefahren, mit den Armen entlang gefahren bin, da sind Millionen über Millionen von diesen Fliegen rausgekommen. Das war wirklich absolut verrückt. Und nicht nur bei mir, wenn ich in den Weinbergen bei uns zum Joggen gegangen bin, hat man die Fliegen überall gesehen. An einem benachbarten Teich hat man sie gesehen ohne Ende. Also das war wirklich eine Plage. Ich habe sie immer noch, aber sie sind nicht mehr so häufig. So, auch hier in der Anlage, genau das Becken hinter der Kamera. Unser Becken 5 hat genau diese Fliegen auch. Manchmal gehe ich hin und mache sie auf, dann kommen mir da 10, 20 Fliegen entgegen. Manchmal gehe ich hin und es kommen keine entgegen. Und wenn es einen Tipp gibt, den ich dir vielleicht geben kann, was vielleicht unter Umständen helfen könnte, ist, dass du den Teich einfach mal so wie wir hier mit Doppelstegplatten abdeckst für eine längere Zeit, so dass sie nicht mehr rauskommen. Weil das Gemeine ist natürlich immer, wenn die Fliegen rauskommen und überall im Raum sein können, dann vermehren die sich immer weiter, immer weiter, immer weiter. Wenn die aber in einem hermetisch abgedichteten Raum sind, hat man eigentlich die größte Chance, dass sie irgendwann mal wieder verschwinden. Auch den Filter so flach wie möglich abdecken und so, dass sie nicht rauskommen können. So habe ich nämlich auch zu Hause bei uns am Ende, ich habe ja diese Bürstenfilter, wie Sie wissen, und bei mir war es so, da war der Wasserstand im Bürstenfilter relativ nieder und ich habe oben normalerweise Stegdoppelplatten drauf. Damals hatte ich sie nicht drauf. Zum Filterputzen war es einfach einfacher, wenn ich schnell hinkomme und rausputzen kann, wenn das Wasser abgelassen ist, dann habe ich die weggelassen. Und dann habe ich irgendwann gesehen, dass die Fliegen, insbesondere im oberen Teil der Bürsten, dass sie sich dort vermehrt haben. Da sind die drin gesessen, da haben die ihre Eier reingelegt und von da aus ist die ganze Plage losgegangen. Nachdem ich die Platten wieder draufgelegt habe und die Löcher verschlossen habe. Ich habe das mit einem Freund besprochen, der hat gesagt, das nutzt überhaupt nichts. Als ich das dann gemacht habe, war die Fliegenplage zumindest mal zu 80% verschwunden. Also ich habe denen einfach die Möglichkeit genommen, sich einfach auf diesen Bürsten zu vermehren. Und ich glaube, so hast du die größte Chance. Wenn sie die Eier ins Wasser legen, ist die Chance, dass deine Koi die fressen, relativ hoch. Und wenn dein Filter abgedeckt ist und wenn da überhaupt nichts mehr raus kann, nimmst du ihnen da auch die Brutstätte. Und ich glaube, dass du so wahrscheinlich nicht auf Null runterkommst, aber ich glaube, dass du die Plage relativ gut unter Kontrolle bekommst. Was Makoto in Japan immer macht, wenn er am Selektieren ist und die Fliegen fliegen die ganze Zeit um ihn rum, er hat ja auch zum Desinfizieren seinen Isopropylalkohol, den wir hier auch haben zum Desinfizieren. Und wenn du dann sehr fein Verstäuber nimmst und du spritzt auf die, dann sind die betrunken, fallen runter. Und das war für meine Karashis zu Hause damals der allergrößte Spaß. Die sind dann runtergefallen in den Teich und wurden dort von den Karashis gefressen. So, Robert, ich habe vielleicht jetzt nicht die Allround-Lösung, aber ich glaube, wenn du die Viecher in ihrer Reproduktion störst, dann hast du die größte Chance, dass du das Problem zumindest mal stark eindämmen kannst. Mach's gut, vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Blog. Ciao.